Joa, hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute hier seid. Ich bin's wie immer, euer André. Willkommen zu dem Video. Ich hoffe, die macht es mit euch. Lasst uns eine Runde Star Wars spielen. The Old Republic. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Bock. Lasst uns gemeinsam Bock haben. So, wir sind hier mit unserer grünen Diva unterwegs. Und wir schauen mal, was ist unsere Aufgabe? Birgt tragbare Verteidigungsgeschütze. Ah. Aber nicht hier. Doch. Irgendwo hier. An dieser wunderschönen gedeihten Anlage. Diese Dinger. Waren schon alle. Was mache ich jetzt damit? Platziere Geschütze um die Farm herum. Farmen herum. Ah. Okay. Aber wir müssen reisen, das steht da. Wir müssen hier Ich grüße reisen. Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Ach so, wir müssen Verfügung. zu einer ganz anderen Farm, deswegen. Das ist hier der Spaß. Das finde ich mal ganz cool. Ich wollte mir mal einen anderen Racer hier nehmen. Hier so ein großes Raumschiff, was hier den ganzen Monitor einnimmt. Guck mal, der sieht doch viel entspannter aus, oder? Der sieht richtig geil aus. Oha, das habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte. Vorbeischlängeln. Weil die Farm sieht genauso aus wie die andere Farm. Okay. Also es gibt ja bei dem Spiel hier, weiß ich, dass es hier Housing gibt. Aber ihr habt ja gerade so eine spontane Idee, so ein Housing-System hier so auf dem Bauernhof oder so. Wäre doch geil, oder? Ich glaube, es gibt ja bei Star Wars nur Apartments, glaube ich, die man kaufen kann. Aber hier so eine Farm draußen wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen noch mit Crafting. Ah, könnte man gut drin stecken bleiben. Ah. Fünf Stück insgesamt. Biere. Guck mal, wo ist jetzt hier der fünfte versteckt? Ich glaube, es war weiter auf der anderen Seite. Tatsache. Das sollte genügen. Suchen wir Ja. Nadja und die anderen. Okay. Da hinten? Okay. Macht der da? Macht der unsere Tankanlage kaputt? Gibt's ja wohl nicht. Da hinten war die Anlage. Ja.
Wir können jetzt nicht einfach gehen. Ihr müsst. Nehmt die anderen und verschwindet. Mit ein paar Sith komme ich klar. Wir sind hier, um zu helfen. Tau! Commander! Ihr kommt gerade rechtzeitig. Seht ihr Sarios? Jetzt werden wir alles bewältigen, was uns das Imperium entgegensetzt. Es geht nicht um euch. Wenn die Imperialen einen einzigen Treffer auf D9 landen, bevor er fertig ist, verlieren wir alles. Was meint ihr damit? Unsere ganzen Daten. Wir haben in radioaktivem Ödland Lebensmittel angebaut. Was wir gelernt haben, könnte die landwirtschaftlichen Erträge in der gesamten Republik vergrößern. Stellt euch nur vor, wie viele Leute wir ernähren könnten. Wir kümmern uns darum, Sarios. Aber ihr müsst euch auf den Weg zu den Fähren machen und alle an Bord bringen. Je schneller, desto besser. D9 wird keinen Kratzer abbekommen. Ihr könnt uns vertrauen. Wenn ihr euch irrt, wenn etwas passiert... Imperiale! Sie haben Beeilung, Sarios! Ich werde es nicht nochmal sagen! Okay, okay. Los jetzt. Jetzt sind wir zu dritt. Da wird immer besser. Okay, alle die. Hatten die da? Ah ne, komm reingelaufen. Cool. Oh, ich schreibe in Chat. Hat die überhaupt mitgemacht oder stand sie die ganze Zeit hier hinten? Tau? Geht es allen gut? Uns ja. Ich bin froh, dass wir Sarios und die anderen hier rausgeholt haben. Das war schon ein bisschen spannend. D9, hast du die Dateien? Bringt das sofort zurück zur Kolonie, Nadja. Sorgt dafür, dass die Republik eine Kopie erhält. Natürlich. Ich werde das Sarios noch ewig unter die Nase reiben. Apropos, ich sollte ihn und die anderen Crews finden und dafür sorgen, dass sie sicher wieder zur Kolonie zurückkehren. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, Commander. Wir können uns glücklich schätzen, dass ihr zu uns gestoßen seid. Wir sehen uns bei den Fähren. Wir sollten schnell zu der alten Bibliothek. Wenn sie nur für ein paar Farmen eine solche Streitmacht schicken, ist nicht auszudenken, wie viele Truppen sie dorthin geschickt haben. Geht es euch gut, Tau? Möchtet ihr über irgendetwas sprechen? Das war kein Haufen hirnloser Monster. Nicht wie die Geonosianer. Aber gegen sie zu kämpfen, sie zu töten, fühlte sich nicht viel anders an. Sie kamen her, um Leute zu töten. Aus keinem anderen Grund. In meinen Augen waren sie Monster. Vielleicht ist es so. Los, gehen wir. Okay.
So, Verteidigungsvorbereitung. Triff dich mit den Jedi-Streitkräften an der Jedi-Bibliothek. So, Droide, bring mich hier weg. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Da bring mich auf die andere Seite, wo auch immer hin. Die Brücke sieht auch krass aus, ey. Nice. Warte, ich dachte, er bringt mich da oben hin. Da ruhig mal machen. Hier geht ja gleich die Party wieder weiter ab. So, okay, gut. Dann bedanke ich mich, Leute, dass ihr wieder da gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann, ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommt wieder, würde mich sehr freuen. Und, ja, wisst ihr was, wenn ihr Bock habt auf Star Wars, dann kommt ihr wieder. Ich wünsche euch alles Gute, meine Lieben. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke nochmal fürs Zuschauen. Euer André. Tschüss.